Guten Abend, mein Name ist Jonas. Ich will mit einem kleinen Gedichtlein anfangen. Ich weiß noch nicht welches. Hier vorne rechts rot, darf ich wissen, wie du heißt? Sophia, kannst du was sagen, Kopf oder Zahl? Zahl. Dann nur ein kleiner mathematischer Achtzeiler, nur für dich. Eine Nummer hatte Kummer. Ja, auch Zahlen haben Qualen. Da gab ihr ein Freund einen Joint. Und so wurde aus der Ziffer ein Kiffer. Kann man drüber lachen? Ja. Wenn man will. Kommen wir zum eigentlichen Vortragstext. Es ist ein nachdenklicher Text, ein Text zum Nachdenken im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht kennt ihr ja den Spruch, Gedenken nie gedacht zu haben, denn das Denken der Gedanken ist gedankenlos Denken. Das hat mein weiser Mann zu mir gesagt und ihm widme ich den folgenden Text. Ein Gedanke namens Anke. Am Ende der Straße, am Rande der Stadt, dort, wo einst die große Denkfabrik gestanden hat, hinter Büschen und Bäumen, die den Weg dorthin säumen, im Schutze der Äste stehen die verrosteten Reste, die zerfallenden Gemäuer. Sie abzureißen wäre zu teuer, deshalb ließ man es sein, sie zu vernichten, und so erzählen sie heute noch ihre Geschichten. Vor langer, langer Zeit, in ferner Vergangenheit, da sah dieser Ort, dieses Haus, noch vollkommen anders aus. Eine riesige Halle, ganz gerade, nicht krumm, mit einem drahtigen Zaun drumherum. Durchgang bot nur ein gewaltiges Tor mit einem bärtigen Pförtner davor. Und an seinem Häuschen an der Wand in leuchtend roten Lettern geschrieben stand: Durchgang verboten, Denkfabrik Privatgelände, der Weg ist hier zu Ende. Was dahinter lag, kann man nur schwer beschreiben. Ein wildes, chaotisches Treiben, ein Haufen verschiedener Kisten. Dazwischen Leute mit Listen, die mit Stiften gestikulieren, sich stets Zahlen notieren, andere kommandierten, die die Kisten sortierten. Da waren Häuser, Hütten, überall. Und in der Ecke stand der Gehirnestein. Daneben stand ein Kanister zur Aufbewahrung der speziellen Nervennahrung, dessen Rezeptur so geheim war, dass eigens dafür ein Kommissar dort saß, Tag und Nacht, und das Gesöff hat bewacht. Tat am Kanister so ein Lämpchen blinken, konnten die Gehirne daraus dann trinken. Und diese Gehirne wurden tagtäglich mit Informationen gespeist, damit das Gedankenkarussell unaufhörlich weiterkreist. So ging das Tag für Tag, die gleiche Routine. Sie waren der Antrieb, der Motor dieser Maschine, die ohne Pausen Gedanken fabrizierte, alles Wissen der Welt studierte, es in kurzen, knappen Sätzen formulierte, diese Schreibgeräte dann diktierte, der Reihe nach durchformulierte und auf eine Fließband forttransportierte. So wurden sie durch die Halle gelenkt, zwischendurch in Thinktanks getränkt. Dann kamen sie in den heißen Ofen, aufgeheizt von brennenden Philosophen, die dort schmorten und kochten und die Gedankenfetzen verflochten. Nach 2 Stunden glühender Hitze entstanden daraus dann Geistesblitze, die kühl und erfrischend, fauchend und zischend, erstarrten zu harten Gedankenklumpen, die man begann auszupumpen und wieder zu stopfen, in Form zu klopfen, zu putzen, zu stutzen und zurechtzuschneiden. Am Ende waren sie kaum voneinander zu unterscheiden, von wegen Geist, Reich, alle waren sie gleich. Ein Massenprodukt, ein Produkt der Massen, so sollten sie diesen Ort am Ende verlassen. Doch ganz egal, wie sehr die Kontrolleure kontrollieren. Fehler können immer passieren, und jetzt kommt der Clou. Eines Tages kam es dazu, dass ein Gedanke namens Anke versehentlich vom Fließband rutschte, durch des Aufsehers Fingers flutschte, sich schnell in der Ecke verkroch und durch ein winziges Loch in der Wand verschwand. Dann rannte sie so schnell wie noch nie zum großen Tor, schaute empor, sah ein Loch, durch das sie kroch, nach draußen, weg von der Fabrik, nur den Horizont im Blick, nach vorn der Weg und nicht zurück. Immer weiter, Stück für Stück, dann blieb sie stehen und schaute sich um. So viel Platz um sie herum. Sie stand mitten auf einem Feld. Was war das hier für eine Welt? Weit weg von der Fabrik, der Stadt und dem Krach. Hier floss in aller Ruhe der Gedankenbach und ließ Ideen sehen und stehen.
Von den Inspirationsquellen bis zum Gedankenmeer schwamm darin Fantasie, Fische umher und am Ufer konnten Synapsen wachsen und Gedächtnisgewächse gedeihen, sich von Denkmustern befreien und sich nach Lust und Laune vermehren. Hier von bekannten Gedankenwegen so fern fühlte Anke sich zu Haus und brüllte in diese weite Welt hinaus einen wahrlich lauten Schrei. Die Gedanken sind frei! Und heute, so viele Jahre danach, die Denkfabrik ist lange schon wahr. Viele Dichter und Denker haben drüber geschrieben. Allzu viel ist nicht übrig geblieben. Ein paar mickrige Mauern, die Jahr für Jahr überdauern. Wie das hier immer aussah, darüber kann man sich streiten. Doch eines ist klar, es ist ein Denkmal an vergangene Zeiten. Danke. Was dahinter lag, kann man nur schwer beschreiben. Ein wildes, chaotisches Treiben, ein Haufen verschiedener Kisten. Dazwischen Leute mit Listen, die mit Stiften gestikulieren, sich stets Zahlen notieren, andere kommandierten, die Kisten sortierten. Und da waren Häuser, Hütten, überall. Und in der Ecke stand der Gehirnestall. Daneben stand ein Kanister zur Aufbewahrung.